Und ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Part von Anno Update bzw. Anno Union bzw. Anno 1800. Nachdem wir das letzte Mal allgemeine Infos bzw. die Infos von den letzten Blogbeiträgen zum Thema Militärsystem angesprochen haben, wurde seitens Blue Byte auch darauf reagiert, auf die Kommentare unter diesem Beitrag, auf vor allem auf die vielen, wie man hier auch lesen kann, an den vielen Kommentaren bezüglich den fehlenden Landeinheiten. Okay. In dem Blogbeitrag, wenn man es kurz zusammenfasst, steht eigentlich drin, dass sie das intern jetzt nochmal besprechen. Ob sie nicht vielleicht doch noch irgendwas anpassen am Militärsystem in die Richtung. Aber das wollen sie noch besprechen und das wird sich mindestens bis Januar nächstes Jahr ziehen. Jetzt, ja, Januar, Ende Januar, glaube ich, war es, was sie geschrieben haben. Also bis dahin werden wir auf jeden Fall keine Infos mehr zum Militärsystem bekommen. So wie es sei dazu gesagt. Des Weiteren. Genau, da springen wir dann hin. Findet am 14. Dezember um 16.30 Uhr ein neuer Livestream auf der Ubisoft-Seite statt. In dem Fall wollen sie die ersten Gameplay-Szenen zu Anno 1800, also die ersten echten Gameplay-Szenen zu Anno 1800 zeigen. Klar, es ist eine Alpha oder eine Pre-Alpha, der Stand, also der ist noch voll in Entwicklung. Die Leute sollen sich nicht zu viel versprechen. Das muss man immer wieder sagen. Es ist logisch, das Spiel ist in Entwicklung, es kommt nächstes Jahr im November raus. Dass jetzt noch nicht alles drin ist oder das komplett fertig ist, das dürfte klar sein. Nichtsdestotrotz, für alle, die es anschauen wollen, können das gerne machen. Wie bereits gesagt, Donnerstag, 14. Dezember, 16.30 Uhr auf twitch.com/UbisoftBlueByte. Einer der Punkte, dann der nächste Punkt ist die Abstimmung hier über die Events bei der Weltausstellung bzw. die Modien, die man im Monument aktivieren kann im Endeffekt, wird voraussichtlich nächste Woche beendet und dann wird die nächste Abstimmung erst im Januar 18 erscheinen. Was wir aber demnächst noch erfahren werden, ist über die letzte Abstimmung, wo wir über die zusätzliche KI, da werden sie anscheinend ein bisschen mehr erzählen jetzt in einem der nächsten Beiträge. Genau, für die kommenden Dev-Blocks, okay. Also da wollen sie jetzt auch mehr verraten noch bezüglich wahrscheinlich KI insgesamt, weil das doch ein Riesenthema ist noch. Und sonst gab es eigentlich innerhalb dieser Woche, sage ich mal, kaum, oder eineinhalb Wochen ist es ja jetzt, weil ich habe es jetzt extra ein wenig später angesetzt, das Video, weil es kaum Inhalt gab. Weil wir sind ja jetzt noch nicht bei 5 Minuten und wir sind eigentlich schon fast durch. Und wir werden das entsprechend anpassen, je nachdem wie viel Material es gibt. Ein was noch, was auch noch erwähnt worden ist. Es ist erwähnt worden, dass es bereits Playtests gab oder aktuell gibt, wie auch immer. Es gab welche, aber das ist nur für eine kleine Gruppe aktuell gewesen. Und sie haben jetzt, ich sag mal, vor, dass es nächstes Jahr auch noch andere Events entsprechend gibt. Das kann man da rauslesen.
Muss man mal sehen, wie das insgesamt wird. Klar ist, ich denke, es wird eine Beta geben. Alleine aus dem Grund, wenn man nachdenkt, es gibt einen Multiplayer. Multiplayer benötigt Server. Ein Server muss man ausrechnen, wie viele Kapazitäten man braucht. Das heißt, das könnte man vorher testen, wie viel man braucht. Und genau das wird so sein. Ich schätze mal, das wird August rum sein. Juli, Juni, Juli, August. Denke ich, dass da Multiplayer-technisch mehr Infos geben wird. Aber da müssen wir mal abwarten. Weil da wurde ja noch überhaupt nichts gesagt zum Thema Multiplayer. Ja, er ist dabei. Super. Ja, steht halt auf der Verpackung. Multiplayer ist dabei. Wie und was steht da nicht drauf. Also da müssen wir uns mal abwarten, was so demnächst angekündigt wird. Dann genau, hatte ich fast vergessen. Sie haben im letzten Blogbeitrag auch noch auf ein paar Fragen von der Community direkt geantwortet. Und da könnte man mal kurz drauf eingehen. Genau. Also, die Frage vom Fleischlabberl. Wir kennen bisher nur einen Teil des Militärsystems und ich würde gerne ein Bild von eurem gesamten Plan bezüglich Militär machen. Okay. Also der würde sich gern mehr Infos bezüglich Militärsystem wünschen. Also eine genauere. Und da unten steht, dass wir uns eigentlich noch gedulden müssen, aber sie wollen mehr verraten. In Zukunft. Also schlussendlich, Arne fragt, wie viel kostet das? Ja, müsst ihr natürlich noch gedulden. Also immer gedulden. Ist in Ordnung, aber die Themen werden nicht vollständig behandelt. Also das muss ich auch als Kritikpunkt anstreben. Es wurde zwar immer von vielen Punkten ist ein bisschen was so hype-technisch was angesprochen worden, aber dass man mal ein Thema wirklich komplett zeigt, wie man es wirklich machen will, was man sich vorgestellt hat, das ist ja nie der Fall bisher. Nie. Wird immer, na so haben wir uns das gedacht. Vor einem Jahr vielleicht. Aber ob so wirklich aktuell noch ist, das weiß keiner. Kommen wir zur nächsten Frage. Postkartenmodus. Da fragt einer, ob der Postkartenmodus schön ist. Und darauf wird geantwortet, er ist auch wieder in Anno 1800 drin. Der war immer schön, um irgendwelche Bilder zu machen, beziehungsweise einfach mal schön durch die Landschaft zu fahren. Aber das dürfte, also wenn wir kameratechnisch uns mal zurückerinnern an Anno 2205, im Endeffekt, man muss dazu sagen, Anno 1800 basiert vom Grund von der Grundbasis her auf der im Endeffekt gleichen Engine. Sie wurde ja für 2205 komplett neu oder erneuert, sagen wir so. Also vor 2070 auf 2205 gab es eine neue Engine und die wird natürlich jetzt auch für 1800 weiterverwendet. Das war natürlich früher genauso wie für 1701 wurde eine neue gemacht, entsprechend mit 3D und so weiter. Die wurde dann für 1404 und für 2070 verwendet. Jetzt für 2205 gab es dann eben die neue. Er wird für Anno 1800 nicht nochmal eine neue gemacht haben. Es wird die gleiche wie bei 2205 sein. Klar, abgeändert. Sei ja mal dazu gesagt, zum einen Multiplayer und so weiter und so fort, muss ja was geändert worden sein. Ja, und die nächste Frage von Niklas J. Okay, ist wirklich ein etwas großer Wunsch, aber ein wenig Videomaterial bezüglich der 3D-Entwicklung würde ich wirklich spannend finden. Und darauf gab es noch eine zweite Frage von Pelmel53. Und der fragt, ob man nicht mit Timelapse die Gebäudeerstellung von Anno 1800 mal zeigen kann. Wie so ein Gebäude erstellt wird.
Darauf wird geantwortet, kostet Geld. Nicht kostet Geld, kostet enorm viel Zeit. Das müssen sie in Zukunft mal sehen, wie sie es machen. Da sind sie sich noch nicht ganz sicher, inwieweit das umgesetzt wird. Sie wollen aber mehr Videos einbauen. Ist ja in Ordnung, in welcher Zeit leben wir. Bewegtbilder. Ne, ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte. Da könnte man heutzutage vielleicht auch mal Bilder einsetzen. Gute letzte Frage können wir gleich mal auslösen, ne? Kann ja jeder lesen. Lesen wir jetzt nicht vor. Und dann kommen wir zu dem Feature, wo ich bereits letztes Mal angesprochen habe. Auf was wir wirklich eingehen werden, ist, wir werden auf zwei Kommentare unter den Beiträgen eingehen. Die Frage ist, auf welche? Ich habe mir noch keine ausgesucht. Ja, das ist doch auf jeden Fall interessant. Das ist auf jeden Fall einiges. Von 8arm 124. Ich klopf mal dreimal auf Holz. Mögen die Tests, dass der Community bringen, was sie sich wünscht und was zwingend nach dem unglücklichen 2205 erforderlich ist. Ein schon zum Release top durchbalanciertes und relativ bugfreies Spiel. Hoffe es für uns alle, dass die maximal 10 User zum Testteam dazugehören, die das Know-how haben, sich in der Spielmechanik so zu vertiefen und auszukennen, sich in den ehemaligen Tests hunderte von Stunden durchkämpften, hattet ihr in einem Blog lobend erwähnt und euch mit ihrem Wissen bisher gut halfen. Beispiele aus 2070, Spieleinstellung, häufige Katastrophen. Man baue zig Ölplattformen auf zig Inseln, irgendwann brennen mindestens zwei. Und was passiert? Lediglich eine der brennenden Bohrinseln generiert eine Ölpest. Die anderen brennen ohne Ölpest ab. Okay. Okay. Also meine Hoffnung. Okay. Also das ist ein relativ kontroverser Kommentar bezüglich die Playtests. Ist in Ordnung, ist konstruktiv, kann man das sagen. Die Frage ist, es ist schwierig, Playtests für die breite Masse zu machen. Das geht eigentlich eher weniger, weil man muss zurückschauen. Wie war es früher? Ich sag mal, Anno 1800 ist jetzt das erste Spiel, wo man im Vorfeld schon wirklich ein Jahr im Vorfeld wirklich so ausführlich das Spiel, die Mechaniken oder irgendwas erläutert oder beschreibt. Das gab es ja bisher bei vielen anderen Titeln noch überhaupt nicht. Wir lassen mal gewisse Titel außen vor. Es gab mit Sicherheit welche, die das schon gemacht haben. Aber jetzt, ich sag mal, von den großen Publishern, von den, ich will es jetzt nicht AAA-Titel nennen, aber von den großen Titeln, sag ich mal, eines der ersten, wo das wirklich so großartig nutzt. Die Frage ist, ob sie das wirklich voll ausschöpfen oder ob sie sich wieder bremsen lassen. Das muss man sehen. Und jetzt zurück zu den Playtests. Das Konzept früher war ja, es kann eine Gruppe spielen, um zu sehen, ist das Spiel verständlich für die Leute. Klar, die können Bugs feststellen, aber das schaffen sie ja nicht, weil es testet nicht die breite Masse und du testest auch nur auf der Hardware, die in dem Fall ja Blue Byte zur Verfügung stellt. Du hast ja nicht deine eigene. Da kannst du grundsätzlich Bugfixing nicht so machen, wie wenn jeder seine eigene Hardware hätte. Weil das verursacht die meisten Bugs. Unterschiedliche Hardware, unterschiedliche Software, wo auf dem PC noch läuft. Dann ist die Software offen. Die Peripherie ist angesteckt, das beeinflusst ja alles irgendwie ein bisschen was. Und es war ja bisher so,
Das gab's ja nicht. Also, wann wurde bisher ein Spiel angekündigt? Ja, ich sag mal so ein halbes Jahr, bevor es rausgekommen ist. Da waren im Endeffekt die Playtests schon längst angelaufen. Es hat gar keiner mitbekommen, dass es überhaupt Playtests zu einem Spiel gab. Und jetzt, dadurch wird es halt mitbekommen. Ja? In der Hinsicht müssen wir vielleicht auch dieses Playtest-System ein bisschen modernisieren. Ich sag mal, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Die Welt dreht sich weiter jeden Tag. Klar ist, sie haben es ja bereits angekündigt, dass sie auch ein Beta bzw. Tests zu Hause auf den eigenen Rechnern von den Leuten geben soll. Wann genau, haben sie noch nicht gesagt. Gut, das ist auch schwierig. Das Marketing natürlich wieder. Aber ich sag mal so, das könnte man ein wenig vorziehen, wenn man ein zukunftsträchtiger denken wollen würde. Aber das ist jetzt die Meinung von Blue Byte, die wir mal abwarten müssen, was wirklich daraus wird. Können wir schwierig voraussagen. Okay. Also auf ein paar gehen wir nicht ein. Gehen wir doch da mal drauf ein. Das hört sich doch auch gut an. Von Siggy Moller 96. Okay, der würde sich einen World Editor wie bei Anno 1404 wünschen. Das gab es ja bei 2070 an und für sich in der Hinsicht nicht mehr. Oder, ja, genau. Gab es nicht mehr. Da die Karten nicht mehr zufallsgeneriert waren, glaube ich. Also die einzelnen Inseln. Die Inseln waren vordesigned. Das war, glaube ich, bei 1404 noch nicht hundertprozentig der Fall. Konntest du noch was verändern? Aber warum er es bei 2070 nicht mehr eingebaut hat, beziehungsweise später, keine Ahnung. Warum nicht? Ganz klar dürfte sein, das kostet Entwicklungszeit. Zeit ist Geld. Ubisoft muss Geld bereitstellen. Das muss uns klar sein für die Entwicklung von dem Spiel im Vorfeld. Und wie viele Leute nutzen das Feature? Das ist immer die Aussage, wenn man über das Geld denkt. Ja, wie viel bringt es denn? Wie viel Nutzen ist? Wenn es jeder nutzt, dann klar, kommt das Feature. Okay. Und klar, Lady Heart geantwortet, World Editor von 1701. Ja, es gab in 1701 auch einen World Editor. Und den gab es auch bei 1404, wenn ich mich recht entsinne. Bei 2070 dann nicht mehr. Okay, dann gehen wir noch auf zwei Beiträge unter dem Nachtrag zum Militärsystem bzw. die Reaktion darauf ein. Gehen wir mal darauf ein. Von Diri Kamachi. Allein bedingt durch das gewählte Zeitalter zweifle ich nicht daran, dass ihr Fußtruppen in das Spiel einplant. Viel wichtiger ist für mich, welche Verteidigungsanlagen euch so verschweben. Die Zeit des Burgen- und Mauerbaus sind 1800 vorbei. Da gab es eher schon Schützengräben. Auch hier, wie so oft, schon von mir jetzt angemerkt, dürft ihr Bilder über Bilder veröffentlichen. Je eher wir Spieler eine Vision davon bekommen, umso eher können wir auch mit Feedback helfen. Okay, das ist ein konstruktives Kritik oder Kommentar. In der Hinsicht, klar, 1800 Burgenmauerbau, der war vorbei. Das war eine industrielle Revolution. Und es ist ganz klar, wenn ihr uns mit den Features, wo ihr im Wasserpart, sag ich mal, oder im Schiffkampf präsentiert. Und die sind gut.
dann können die Leute eher einschätzen, wie das Militärsystem wird. Ja, es gibt wieder Schiffe, Schiffkampfe, aber wie genau das funktioniert, dann könnten die Leute eher sagen, jawohl, dann kann man die Fußtruppen oder die Landeinheiten weglassen. Ne? Weil man weiß jawohl, das wird eh was. Okay. Und wie ich sehe, ist auf jeden Fall das Kommentare anschauend das längere vom ganzen Video. Schauen wir mal noch auf die Antworten zur Vervollständigung. Von Max K. 1990. 1800 war das gar nicht so einfach. Die amerikanischen Unabhängigkeitskriege waren nicht lange vorbei und dort wurde noch hauptsächlich mit frontal aufeinander gerichteten Armeen gekämpft. Schützengräben waren, glaube ich, sonst eher später. Das war halt genau die Zwischenzeit, würde aber hier den älteren Setting mit den Soldatenreihen den Vortritt gehen. Abgesehen davon wären Schützengräben demnach Stellungskriege schwerer umzusetzen. Okay, das ist die Antwort da drauf. Lassen wir mal so stehen. Antworte ich jetzt nicht drauf. Ist auch wieder konstruktiv. Man ergänzt sich gegenseitig. Das hilft weiter. Klar, wie bereits am Anfang gesagt, die Entwickler besprechen das Konzept intern nochmal, ob man nicht doch irgendwas noch abändern will. Es geht nicht darum, ob man was man ändert, sondern ob man überhaupt noch was abändern will an der Idee. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Aber an der Stelle würde ich sagen, wir beenden den Part. Bis demnächst. Nächste oder übernächste Woche höchstwahrscheinlich. Je nachdem, wie viel Infos wir in nächster Zeit von Anno 1800 bekommen. Und nicht vergessen, für alle, die es interessiert, am 14.12.2017 um 16.30 Uhr ist der Livestream auf der Twitch-Seite von Ubisoft Blue Byte. Und da sollen das erste Mal Gameplay-Szenen zu Anno 1800 gezeigt werden. Und klar, vorneweg, ich sag's auch nochmal, ja, der Stream ist auf Englisch. Weil ja so viele Leute sich beschweren, dass der Stream auf Englisch ist. Ja, ist auf Englisch, ist auch gerechtfertigt. Weltweit schauen sich das Leute an und nicht nur in Deutschland. Und es ist ganz klar, du kannst nicht für jedes Land den Stream in der Sprache senden, das geht einfach nicht. Selbst zum Entwickeln im Entwicklerstudio dürfte meiner Meinung nach oder meines Wissens nach die Sprache Englisch gang und gäbe sein. Das Spiel wird ja grundsätzlich auf Englisch entwickelt und Deutsch ist sozusagen die zweite Sprache, die eingebaut wird von Haus auf. Aber bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.